So schließt du deine Pensionslücke oder gehst früher in Rente. In diesem Video zeigen wir ein Beispiel für die Verwendung der Fit Finance App. Um die kostenlose App herunterzuladen, schau dir die Links im Kommentarbereich an. Wir beginnen mit der Erfassung der finanziellen Situation. Die Person in unserem Beispiel ist 30 Jahre alt. Wir geben ein aktives Einkommen ein, zum Beispiel 30.000. Du siehst, wie das Geld von den Arbeitseikons zum Sparschwein fließt. Als nächstes geben wir die Lebenshaltungskosten ein. Jetzt fließt auch Geld vom Sparschwein zu den Ausgaben. Wenn du weniger ausgibst als du verdienst, sparst du, und deine Vermögenswerte wachsen. Andernfalls wachsen die Schulden. Dann fließt das Geld von der Bank zum Sparschwein. Für die Simulation setzen wir die Lebenshaltungskosten genau gleich dem Einkommen, 30.000, wir sparen also nichts. Jetzt betrachten wir das Einkommenswachstum. Ohne Wachstum bleibt das Einkommen unverändert. Wenn wir eine Zahl eingeben, wächst das aktive Einkommen entsprechend. Das Einkommenswachstum hat einen großen Einfluss. Wir geben für dieses Beispiel 5% pro Jahr ein. Als nächstes fügen wir die Pensionierung hinzu. Wir nehmen ein Rentenalter von 65 Jahren an. Das aktive Einkommen sinkt bei der Pensionierung. Wir gehen hier von einer Rente von 50% des letzten Einkommens aus. Dadurch entsteht die Rentenlücke im Einkommen. Jetzt schauen wir uns zusätzlich zum Einkommen in Gelb noch die Lebenshaltungskosten in Grün an. Da wir aktuell in der Simulation nichts sparen, sind Einkommen und Ausgaben gleich, die beiden Kurven liegen genau übereinander. Wenn wir dagegen 10% sparen, ändert sich dieses Bild. Jetzt geben wir zunächst etwas weniger aus, als wir verdienen, bevor wir in Rente gehen. Daher liegt die grüne Kurve leicht unter der gelben. Nach Rentenbeginn liegt die grüne Kurve jedoch oberhalb der gelben. Unsere bisherige Ersparnis schließt die Pensionslücke ein wenig. Wenn wir 20% sparen, so werden die Kurven weiter verschoben. Bei einer Einsparung von 30% ist die Pensionslücke nahezu geschlossen. Weißt du, warum? Die Pensionslücke wird durch Sparen geschlossen, weil Sparen Vermögen aufbaut. Kein Sparen schafft kein Vermögen und die blaue Kurve bleibt auf Null. Wenn 10% des Einkommens gespart werden, wächst das Vermögen bis zur Rente auf ca. 300.000. 20% schafft 600.000. Und 30% sparen mehr als 900.000 Vermögen an. Das Vermögen könnte nach Rentenbeginn verbraucht werden, es erzeugt aber noch zusätzlich ein passives Einkommen durch Anlage des Geldes. Neben dem in Gelb dargestellten aktiven Einkommen wird das blaue passive Einkommen geschaffen. Wenn du nicht sparst, so entsteht natürlich auch kein passives Einkommen. Wenn du 30% des Einkommens vor der Rente sparst, so wachsen die passiven Einkünfte bis zur Rente auf fast 40.000. Gemeinsam mit der Rente ist damit das Einkommen fast wieder auf dem Niveau vor der Pensionierung. Die Rentenlücke schließt sich. Bisher haben wir die Vermögenswerte noch nicht mal angefangen aufzubrauchen. Wenn du deine Vermögenswerte aufbrauchst, dann kannst du die Ausgabenlücke zunächst vollständig schließen. Der Nachteil ist jedoch, dass mit sinkendem Vermögen damit auch das passive Einkommen abnimmt. Daher fällt die blaue Vermögenskurve in diesem Fall immer schneller ab. Wenn das Vermögen verbraucht ist, erscheint die Rentenlücke wieder. Daher solltest du versuchen, für deinen Ruhestand die richtige Sparquote zu finden. Das kannst du mit der kostenlosen Fit Finance App machen und dabei deine eigenen Zahlen für die Berechnung verwenden. Lade Fit Finance von Google Play oder vom Apple App Store herunter.